Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Ja, ich nehme den Vlog hier jetzt gleich auf, nachdem ich den letzten aufgenommen habe, weil ich bin jetzt eben eine längere Strecke gefahren, dachte ich, komm, nehme ich doch gleich zwei auf. Habe ich gleich ein bisschen was in Reserve an Material. Heute gibt es mal so eine kleine Real-Life-Story für euch. Seht es wahrscheinlich schon am Titel. Wie lande ich beim ersten Date im Graben? Ja, das fragt euch jetzt bestimmt. Das werde ich euch jetzt erzählen. Und zwar war das so, ich will jetzt nicht die ganze Zeit hinter dem Wohnmobil her schippern. Und zwar war das so, ja, ich war mit, wie viel waren wir da, ich glaube zu viert oder so, waren wir auf so einer Dorffeier da irgendwie, Dorffest, keine Ahnung was das war. Und habe ich halt eine kennengelernt, so, war einmal ganz sympathisch so, der auch Motorrad und so ein Kram halt, ne. Dass man halt dann noch zusammen bis zum Ende da geblieben ist, bis das zu Ende war. Und ja, Nummern ausgetauscht und so weiter. Ja, dann habe ich die halt angeschrieben so von, ja, ja, hier, gestern war ja nicht so lang und so. Können jetzt ja nochmal treffen. So, ja, war auch ganz schnell Treffen ausgemacht, schon am nächsten Tag oder so. Da hatte ich noch meine 125er. So, dann bin ich dazu dahin. War eigentlich soweit ganz cool so. Wir sind dann irgendwie was essen gegangen in der Stadt. Das war da irgendwie so ein Food. Kram war da irgendwie, da waren ganz viele Essenstände und so, haben wir da was gegessen und so. Ja, habe ich mit der ganz cool verstanden eigentlich. Dachte schon so, ja, geil, vielleicht wird's ja was. Und dann kam der Abend, meine Freunde, ja. Also, dann sind wir erstmal kurz zu ihr gefahren. Kam noch ein Kumpel von ihr vorbei. Und dann wollten wir noch mit ein paar anderen Kollegen von ihr, wollten wir dann feiern gehen, den Abend noch. Und zwar war das dann so, dann wollten wir, also der eine Kollege war dann noch, ist dann noch kurz mit zu ihr gekommen. Dann sind wir zu dritt, wollten wir noch zu den anderen Kumpels von ihr fahren und dann noch was trinken und so. So, was ich jetzt natürlich dazu sagen muss, die und alle ihre Kollegen waren so ein bisschen, also bei ihr fand ich das irgendwie cool, aber also die ganzen Leute, die da so von ihr waren alle so ein bisschen so, die möchte gern Drifter und so ein Kram, ne? Also alle so mit ihrem E36 und so, ne? Also mit BMW. Ja, und der besagte Kollege von ihr, mit dem wir da mitgefahren sind, hat auch ein E36 gehabt und meinte dann erstmal, schön beweisen zu müssen, dass er denn so gut driften kann. Ja, und dann, ehe wir uns versehen haben, standen wir dann im Graben. Ja. War auf jeden Fall nicht so geil. Also uns ist da nichts passiert zum Glück. Nur dem Auto ging es ja nicht mehr so gut. Und feiern gegangen sind wir dann trotzdem noch. Wir kamen nämlich, als wir dann da im Graben saßen, sind wir erstmal raus aus dem Auto. Ja, scheiße. Da haben ganz viele Leute da erstmal angehalten und kam dann noch eine Anwohnerin aus ihrem Haus raus. Hat da erstmal richtig rumgepöbelt von wegen, ah, die fahren sich hier doch alle tot. Die machen das schon so oft. Und ich stehe dann halt nur so, ich kenne die halt alle, ich kannte die halt alle nicht, ne? Und ich stehe dann nur so, und denke mir so, yo, wo bin ich hier gelandet? Also ich kannte da halt gar keinen von. Also ich habe nur quasi sie kennengelernt und wollte mit ihr halt was machen und dann sind wir mit denen feiern gegangen. Und ich stand dann nur so, hallo? Habt ihr sie noch alle? Ja, auf jeden Fall, ne? Standen wir halt erst am Graben, das Auto kam dann nicht so von alleine wieder raus. Auch so eine halbe Hecke oder so mit umgemäht da, also das war schon ein bisschen mehr Schaden. Und dann kamen die Kollegen, mit denen wir feiern gehen wollten, also noch mehr von denen, kamen dann mit ihrem Subaru oder was das war. Und ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, ne? Aber die haben mit ihrem scheiß Subaru, haben die den scheiß E36 aus dem Graben gezogen. Frag mich nicht wie, aber die haben es geschafft. Ja, auf jeden Fall sind wir dann feiern gegangen. Und dabei stellte sich dann erstmal raus, dass die Olle, ja, mit der ich da mich verabredet habe, dass sie einen Freund hat so. Und denke ich auch so, alles klar, wahrscheinlich, oder? Und dann bin ich morgens um 6 mit meiner guten 125er nach Hause gedüst, erstmal 40 Kilometer. Ich weiß nicht, wie euch solche Videos gefallen, keine Ahnung. Oder ob ihr sowas überhaupt sehen wollt, oder keine Ahnung, vielleicht ist ja interessant. Oder ganz lustig, ich fand's ganz witzig eigentlich im Nachhinein. Ja, was alles so passieren kann. Wenn ihr noch mehr solche Stories oder sowas hören wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Dann mache ich solche Videos mal öfters. Jetzt nur mal zum Test, mal sehen, wie das ankommt. Dann war's das mit dem Motovlog und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!